Ballen nehmen wir jetzt hier raus. Kann man jetzt hier zum Beispiel Röllchen schneiden. Von den Spitzen lassen wir ganz. Kleines bisschen Butter. Also Butter. Die Butter zerlaufen lassen. Dann braten wir den Spargel in der Butter an. Kleines bisschen Zucker dazu. Und löschen das mit dunklem Balsamico ab. Kleines bisschen Balsamico. Und jetzt wird es, können wir das damit platzieren. Wenn man jetzt das hier hinten sieht, an der Stelle, hier können Sie jetzt erkennen, wenn dort dann das Fett ausbricht, dann ist es nicht mehr glasiert. Ja? Das heißt, die Flüssigkeit ist fast komplett weg. Das sollte nicht der Fall sein. Also man muss das richtig erwischen, so wie jetzt. So jetzt wie hier muss es quasi aussehen, wenn Sie wollen, dass es glasiert ist. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de